Thank you.
So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Build a Big Warrior. Yay! Ich bin in der Toilette. Nein. Ich bin hier im Badezimmer. Aus einem ganz einfachen Grund. Kurz ab. Kurz spülen. Und zwar habe ich hier was verändert. Und zwar das Wasser hier habe ich weggenommen, weil es ist ein Warrior und da sollten wir die Kanonenwasser haben. Deswegen. Gut, dass das hier mit dem Dispenser, Spender, keine Ahnung, irgendwie funktioniert hat. Ist schon mal gut. Außerdem habe ich hier, wie man schon sieht, hier ist einmal der Raum umgedreht. Muss außerdem noch mal gucken, habe ich jetzt hier diese Bugs nicht? Nö. Dann kommt hier womöglich runter, aber nicht. Hier hinten ist der Raum nochmal. Wie habe ich das gemacht? Warte mal. So herunter. Warum die hier drin sind, weiß ich nicht. Gab es einen Kopierfehler? Ist ja nicht so schlimm. Kommen nochmal die ganzen Armor-Screens hin. Sowieso muss ich die nochmal verändern. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal das Stockwerk. Hier geht es nochmal raus. Das ist ein bisschen verwundlich, ja klar. Außerdem muss ich noch diesen hier machen für die Fliegerin. Ich muss ja auch nochmal beschriften. Und für den Flieger. Das habe ich noch verändert. Also, was ich noch hier machen muss, ist natürlich die ganze Beleuchtung und. Hier die ganze Beleuchtung, da war ich teilweise schon dran. Also, versucht. Hier gehen wir mal in ein Zimmer. Das ist jetzt das Zimmer von den Offizieren, also die hier alles auch mitgucken, also die schon länger hier dabei sind, sagen wir so. Wir haben natürlich einen Fernseher, paar Regale, Lesestube, gehen wir nach hoch. Natürlich Lichtgehalt mit Schwarz-Weiß. Und hier wohnen nur vier. Hier gibt es dann auch vier Rüstungsständer und. Treppe fand ich auch nice. Ist natürlich hier alles dasselbe. Hier oben, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier sollen dann später die ganzen Haushaltsgegenstände sein. Also jetzt zum Beispiel für die Putzkolonne oder auch für den, wie heißt der, Hausmeister und. Also soll hier alles stehen. Gut, das war's damit. Was habe ich noch gebaut? Manche Sachen habt ihr natürlich nicht gesehen. Hier die Herrentoilette. Apropos, ich sage euch mal, wie es hier aufgeteilt ist. Herren. Hier sind, ist noch die Seite von den Herren. Hier fängt es mit den Frauen an. Und Frauen. Also gleich besetzt. Ne? Hier ist natürlich die Herrentoilette. Das heißt. Da hinten die Herren müssen einmal hier rumlaufen und hier die Frauen müssen einmal da hinten rumlaufen. Natürlich mit dem Spiegel für den Hausmeister, das werde ich noch hinten anbinden, beziehungsweise habe ich es schon. Mit diesem Knopf hier. Ne? Außerdem, also hier kommt man nicht drüber, deswegen ist er nochmal der Knopf. Wird hier vielleicht auch nochmal geben. Ja, wird hier geben. Müssen wir nochmal gucken. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal einen Fehler, das muss hier rein. Und zwar, das blaue ist natürlich Wasser. Und das schwarze, sagen wir einfach mal, wollt ihr nicht wissen. Natürlich die Räume, die Rohre vergehen hier durch. Die Toiletten und. Natürlich vier Toiletten für die Herren, vier für die Frauen. Gut, natürlich Heizkörper und, oder Rohre besser gesagt, das sieht ja irgendwie besser aus wie Rohre. Kann man ja mal machen. Außerdem hier nochmal vor, ist ja klar, hier hinten kommt man nämlich zum Heizkeller. Hier gehen wir erstmal hier durch, hier sind natürlich auch Toiletten. Und habe ich da hinten jetzt auch Teppiche hingepackt? Habe ich. Gut. Leuchtung, alles drum dran ist natürlich da. Außerdem gehen wir jetzt mal zum
Hier haben wir natürlich auch. Ja, geht natürlich hier hinten raus und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich hier hinbauen soll, deswegen habe ich noch eine Frau hingebaut. Yay, ich bin Inspiration. Ruhe. Nicht. Egal. Hier gibt es noch Rohre, hier ist es natürlich der Heizkeller. Hab ich mal sowas hier gebastelt. Man erkennt's oder nicht. Hier oben geht's so lang, gibt es noch ein paar Rohre. Mal gucken, ob im Wind ich auch noch hier was hinbaue. Auf jeden Fall fehlt hier noch eine Beleuchtung. Apropos Beleuchtung. Hier ist natürlich auch eine Beleuchtung angeschaltet. Frage. Warum ist die an? Wo ist die hier an? Verstehe ich noch nicht. Achso, hier habe ich einen Schalter vergessen. Egal, vielleicht in der nächsten Folge. Nächste Folge mache ich auch da hinten weiter. Dass hier alles angeschlossen ist, ne? Gut. Beleuchtung, dies und das. Hier geht es natürlich zum Kanon. Apropos. Ich habe halt hier diese Wasserseite fertig. Yay, ich versuche das in den nächsten zwei Episoden, Folgen hier alles fertig zu bekommen. Also diesen Bereich hier, um den und unten den. Dann haben wir es fertig. Dann fehlen noch vier andere Bereiche. Der Feuerbereich ist noch groß. Luft und Erde sind eigentlich eher kleiner. Gymnastik und Spiele, hier sind wir schon mal falsch. Ja, sind wir hier in irgendeiner Kajüte. Hier haben wir auch viel Platz und Moment. Aber hier, come on, ist schon viel. Ich weiß nicht, ob man hier noch was hinbauen sollte. Hier sollte man Eingang gehen. Da hatte ich gedacht, dann mache ich die Brücke an, oder apropos Brücke. Wann habe ich letztes Mal gesagt, dass ich das hier mal reparieren möchte? Ist schon ein paar Folgen her, ne? Nee, ich werde dann irgendwann, wenn das Folge fertig ist, werde ich alles nochmal durchgehen und nachgucken. Hier haben wir das Krankenbereich. Krankenabteilung. Apropos, was ich vergessen habe, letzte Folge. Ich habe endlich geschafft, Optifine hier drauf zu bekommen. Ich habe nämlich die Fabrik-Launcher oder wie das heißt. Und da ist es schwerer, Optifine zu installieren. Da brauchst du nochmal extra so ein Optifine installieren. Dann darfst du erstmal hoffen, dass es funktioniert und. Außerdem habe ich wegen hier den Bogen. Ah ja, man kennt's. So, hier spricht Dr. der Jesse aus dem Schnitt. Ich habe vollkommen vergessen, im Video auch noch zu sagen, dass ich nächstes Jahr neue Projekte reinnehme. Ich habe es schon auf mein Discord hochgeladen, also die Projekteliste, die wird auch nächstens in der Kanalinfo zu sehen sein. Vielleicht schon, wenn das Video draußen ist. Kommt drauf an, wie viel Lust ich habe, obwohl es einfach nur Copy-Paste ist, aber egal. was wollte ich, wo habe ich das, wo habe ich's? Kann doch nicht weg sein. Ach da. So. Montags ist ganz normal How to Build. Also um 12 Uhr wird das dann hochgeladen. Ich werde auch manche Projekte, zum Beispiel How to Build, wird es dann irgendwann ersetzt werden für was anderes. Entweder vom Worge her oder was anderes. Dann werde ich mir mal angucken. Kommt drauf an, zum Beispiel mit den Kanonen. Dann kann ich vielleicht Kanontechnik zeigen oder Redstone. Da überlege ich mir Redstone-Sachen und versucht sie zu bauen, besonders weil ich wieder besser werden möchte in Redstone Creations. Dienstags soll es um 20 Uhr Anno 1503 geben. Ja, ich habe es nachgefragt, man kann es verwenden, wenn man jetzt dafür kein Geld verdient und ich jetzt zum Beispiel nicht euch 1:1 die Musik gebe und. Ich werde die Musik auch leiser stellen, den Ton leiser stellen, alles drum und dran. Da kann weniger was passieren, hoffe ich. Also zumindest haben die mir so die Sicherheit gegeben, dass ich das verwenden darf, also spielen darf.
Warum 1503? Naja, weil ich es neben mir liegen habe. Ich habe zwar auf 1602, glaube ich. Müsste 2 sein. Will ich nicht spielen, weil die Grafik ist dann meiner Meinung nach schlechter. Kommt aber drauf an, wie ihr es feiert. Mittwochs und die Obby-Stuff. Mittwochs kommt um 10 Uhr eine Minecraft Cinematic Show. Da stelle ich euch irgendwas vor, was mir gerade so fällt. Donnerstags kommt man nicht. Da werde ich noch irgendwas mir einfallen lassen. Freitags, ganz normal, 13.30 Uhr, Fairy World. Samstag, um 18 Uhr, letztes Mal, war ich auf einem gewissen Server und habe mal was nachgeguckt. Ich werde auch noch mal was nachfragen, ob man es benutzen darf. Wenn ja, kann ich gute Videos mitmachen. Wenn nein, dann muss ich gucken, wie ich das mache. Aber ich hoffe, ich bekomme trotzdem gute Videos. Und zwar Wargifights. Dann gehe ich auf den Server, hoffe, dass da ein Wargified ist, nehme den auf, kommentiere den. Eventuell nehme ich ein paar Teile, da werde ich dann mal gucken, welche Publics man verwenden darf und die von innen zeigen darf. Aber ich meine, alle Publics darf man zeigen. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich jetzt irgendwie einen Nonsens sage mit den Publics her. Ich weiß es nämlich nicht. Und sonntags. Also heißt dann, ich werde auf MyPlayerPlanet Wargifights aufnehmen, also ja, habe ich schon gesagt, um 18 Uhr samstags. Und sonntags ganz normal 15 Uhr Minigames. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, ich hoffe wirklich, das wird dann mal eine gelungene Abwechslung von der Woche her. Donnerstags werde ich mir erstmal nehmen fürs Schneiden. Wenn ich später arbeiten gehe, hoffe ich, dass ich dann nicht auf einmal Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie. Innen drin habe ich schon mal ein paar Lampen gemacht. Eventuell tue ich die auch oben hin. Und was ich mir schon gedacht habe, eventuell ersetze ich das hier noch zu Fichte oder sowas, weil nur Stein sieht irgendwie langweilig aus. Und dann haben wir auch noch Holz. Holz passt ja zu Stein. Außerdem klitzekleine Frage an euch. Und zwar, früher ging es mit... ja, weißt du, Sombrick Stairs, gehen wir drauf, slash, slash. Set machen wir jetzt einfach mal, es geht natürlich auch mit Replace. Stone, Brick Stairs. Könntest du Doppelpunkt und die Zahl? Geht nicht mehr. Wie macht man jetzt? Weil ich kriege immer nur eine Seite raus. Aber ich möchte zum Beispiel mal so, oder so, oder so, oder so, oder hoch und so weiter. Ne? Dann kann ich das hier nämlich leichter entfernen, beziehungsweise verbessern. Außerdem habe ich hier eine Leiter, Treppe hoch. Ist klar, man muss ja auch irgendwo hochkommen. Das wird der Krankenabteil, den will ich nächste Folge mal anfangen. Der wird auch nicht so groß, hier werden hier überall Bette hingestellt. Die Kranken, also die Helfer, die leben natürlich auch hier. Und. Außerdem gibt's hier, als wird es hier so ein. So nicht. Also hier werden natürlich die Schlafplätze sein und gleichzeitig auch der Medizinlager. Ne? Klar, die Ärzte schlafen bei der Medizin. Der war schlecht. Ja, und dann baue ich auch noch den Aufzug herein. Der ist ja nicht so schwer. Den kopiere ich einfach. Außerdem, was ich noch gemacht habe, was ich vielleicht vergessen habe. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben, ne? Habe ich erweitert. Warum? Hier kommen alle Rüstungen hin. Warum ich die Rüstung noch nicht platziert habe, ist, dass ich hier mit Arm platzieren wollte. Mache ich erst später. Ne? Hier sind die ganzen Rüstungen. Ich rüste die dann noch aus. Speziell für die anderen Kategorie. Da lasse ich mir irgendwas erfinden. Ne? Somit schon mal das eine. Ich werde noch unten von Betten her was verändern. Später, und zwar eventuell hier hinten die Leiter oder sowas wegmachen. Oder nee, hier an den Seiten Zahlen hinbauen. Und dann hier auch Zahlen, damit die wissen, aha, das ist meins. Außerdem auch bei den Kisten. Ne? Muss doch einheitlich sein. Außerdem, hier kommen wir zum Duschen.
Ist ein bisschen klein, der Gang, aber da ist, soll ja auch nicht viel sein. Kommen wir mal zu, sagen wir jetzt mal Herrendusche. Ja. Platz für die Deo, Seife, was auch immer, fürs Handtuch, Duschkorb. Wie kann man es dann anklicken, also das Wasser kommt und eine kleine Absperrung. Warum ich die nicht größer mache? Also irgendwie ein bisschen eklig aussieht, wenn es größer ist. Besonders hier der Gang dann. Es kommt ein bisschen fremd vor. Ich habe es auch aus Glas gemacht, aus folgendem Grund, weil das die einzigen sind, die irgendwie passen. Eigentlich wollte ich so Slabs machen, ist ja klar. Aber die gibt es ja nicht in, ne, der Länge her. Also, von oben nach unten. Ja. Da finde ich gerade einen Fehler, einen Fehler, einen Fehler in der Matrix. Wird direkt ausgebessert. Natürlich leckt es erstmal und die Frauenkabine hat es auch. Warum ich jetzt hier reingehe? Erstens den Fehler beheben und zweitens, hier ist ja eh noch keiner, also kann mir keiner in die Fresse schlagen. Yay. ja. Das war's eigentlich momentan. Ich habe jetzt auch insgesamt 7 Stunden hier dran gegangen, alles zu bauen. Ich habe noch ein bisschen hier reingepackt in die Timelapse, weil die manchen Sachen waren nicht so schön zu zeigen. Also funktioniert ja nicht so. Außerdem, im Übrigen, was mir gerade einfällt, jedes Zimmer ist hier einzeln an ausschaltbar. Wird wohl in der Brücke nicht gehen, außer jetzt natürlich hier das Licht hier im Flur und hier überall. Es wird hier alles nur eine Leitung geben. Und hier ist sie ja schon an und hier wird die dann weitergeleitet. Es soll alles über die Brücke danach funktionieren. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sag hier mal ciao, bis nächste Woche, Montag, um Punkt 12 Uhr. Und tschüss.